Ja, herzlich willkommen zu unserem digitalen Erzählsalon, heute zum Thema Genossenschaften. Manche sagen beim Thema Genossenschaften, ach, das ist ein Thema aus dem vergangenen Jahrhundert, altbacken, die sind ja schon 150 Jahre alt. Hört man vielleicht öfter mal, es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die von Genossenschaften noch nie etwas gehört haben. Es sei denn, sie wohnen in einer Wohnungsgenossenschaft und selbst da wird dieses Gemeinschaftseigentum oft gar nicht erlebbar. Dabei wissen wir, dass Genossenschaften also eine wirkliche Alternative sein können als Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Also ob es jetzt um Unternehmensnachfolge geht oder um ökologische, soziale Herausforderungen, um Übernahme von Aufgaben zur Daseinsvorsorge in Kommunen, auch das gibt es. Ja. Oder eben auch solidarische Genossenschaften, die Arbeitslose unterstützen und andere Bedürftige. Also das Spektrum ist so breit und wir wollen einfach dazu beitragen, mit Geschichten, nicht mit theoretischen Abhandlungen, dass mehr Interesse und Aufmerksamkeit für die Genossenschaften entsteht, die ja interessant sind für all diejenigen, die ein gemeinsames Anliegen wirtschaftlich umsetzen wollen und das auch noch sozusagen ja ohne Hierarchie, sondern in der Gemeinschaft eben auch bewerkstelligen wollen. Ja, wie ist dieser Erzählsalon zustande gekommen? Ich bin Karin Denisow von Rohnstock Biografien und leite oft Erzählsalons, insbesondere im digitalen Raum. Rohnstock Biografien schreibt Lebensgeschichten auf, macht Bücher daraus und veranstaltet Erzählprojekte. Gleichzeitig bin ich aber auch Vorstand einer Wohnungsgenossenschaft und im Verbandsrat des Prüfverbandes für die kleinen und mittelständischen Genossenschaften. Und aus dieser Doppelrolle heraus ist die Idee entstanden, dass der PKMG, also der Prüfverband, gemeinsam mit Rundstockbiografien Geschichten erzählen und aufzeichnen lässt, die Gründung und das Werden von Genossenschaften beschreiben. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Der Erzählsalon läuft so ab, dass die Geschichten hintereinander weg erzählt werden. Die Erzähler werden nicht unterbrochen, es sei denn, sie verlieren den roten Faden, dann werde ich unterstützen. Und die Geschichten werden auch nicht bewertet. Ja, die stehen im Raum, das ist sozusagen das Erleben der Erzähler. Ja, da wir hier alle Genossen sind in diesem digitalen Raum, duzen wir uns auch alle. Und ja, freuen uns jetzt auf drei interessante Geschichten. Ich stelle mal unsere Erzähler um den virtuellen Erzählertisch rum vor. Also ich begrüße ganz herzlich den Florian Falkenhagen. Hallo. Er ist Mitglied im Vorstand der RAW Kultur LEG aus Berlin. Das ist richtig. Hallo. Hi. Wunderbar. Dann mit dabei ist Michael Gürtler. Hallo. Herzlich willkommen. Mitglied des Vorstandes der Heizung und Sanitär Woltersdorf EG. Ja, und ein herzliches Willkommen auch für Dr. Jan-Christian Dammann, Vorstandsmitglied der Iteratec, nur dem Team EG, der uns heute aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo. Ja, und jetzt freue ich mich auf drei Geschichten von Genossenschaften. Wer möchte denn beginnen? Da würde ich mich anbieten zu beginnen. Ja, mit einer kleinen Anmerkung. Ich bin nämlich tatsächlich nicht Mitglied des Vorstands, sondern bin ganz, ganz einfaches, reguläres Mitglied. Wunderbar, dann die Geschichte des einfachen, gleichberechtigten Mitglieds der Genossenschaft Iteratec, nur dem Team EG. Ich muss sagen, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, weil das, diese Gründung der Genossenschaft für mich persönlich eine ganz, ganz tolle und spannende Erfahrung war und ich mich über dieses Format hier total gefreut habe, um da diese Erfahrung mal zu teilen und auch in Austausch mit anderen Gründungsmitgliedern zu kommen. Vielleicht so zum Hintergrund bei uns. Ich komme aus dem Softwarehaus, wir sind IT-Dienstleister, eigentlich eine GmbH, die Iteratec GmbH. Wir haben 7 Standorte und bauen dort quasi maßgeschneiderte Softwarelösungen für unsere Kunden. Und in der Regel konzentrieren wir uns dabei, Bereiche zu erschließen mit Software, die bisher noch nicht erschlossen waren. Also die erstmalige Digitalisierung, würde ich sagen, ist so unser Steckenpferd. Tatsächlich machen wir das schon eine ganze Weile. Also die GmbH ist mal gegründet worden 1996. Liegt schon eine Weile zurück und ihr könnt euch vorstellen, die Gründer haben auch während der letzten 25 Jahre ein fortgeschrittenes Alter erreicht. Und so hat sich für uns halt in der GmbH diese Frage gestellt oder für die Gründer, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Laden?
Ja, verkaufen wir ihn vielleicht an irgendjemanden Größeren? Das ist ja in der IT durchaus üblich, dass es da so ein paar Große gibt, die die Kleineren dann sukzessive schlucken. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Modelle? Und bei der Arbeit in unseren Projekten, da ist es für uns eine Maxime, dass wir sehr, sehr stark auf Eigenverantwortung setzen. Also die Kolleginnen und Kollegen haben bei uns in Projekten sehr viel Gestaltungsspielraum. Wir nehmen uns auch gegenüber unserem Kunden in Anspruch, die Kunden die Umfelder mitzugestalten. Das heißt, es gibt ohnehin in der Firmenkultur, würde ich sagen, so der Wunsch und den Drang auch daran, die Welt zu verändern. Und ich weiß nicht, ob es dieser Gedanke gewesen ist, aber auf diese Art und Weise haben die beiden Gründer uns gegenüber genau ihren Vorschlag, eine Genossenschaft zu gründen, motiviert. Man muss sich das so vorstellen, wir treffen uns quasi alle einmal im Jahr persönlich. Da kommen wir nach Bayern, nach Sonthofen. Das ist so ein kleines, schönes Bergstädtchen, hätte ich fast gesagt. Not auf jeden Fall einen Besuch. Und da sind wir zusammengekommen und machen in der Regel eine ganze Reihe an Workshops, lernen, was Projekte angeht und so. Also es ist ein fachlicher Austausch. Abends wird auch gut gefeiert, das gehört auch dazu. Und in der Regel gibt es bei solchen Gelegenheiten auch immer mal die Möglichkeit, gerade für Geschäftsleitungen etc. so strategische Ausrichtungen zu erläutern. Und da haben die beiden Gründer, Marc Görke und Klaus Eberhardt, auch genau diese Frage aufgeworfen, was machen wir eigentlich? Also in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich aufhören wollen. In welche Richtung soll die Firma gehen? Und da ist in dem Moment erstmal so ein ziemliches ruhiges Schweigen in der Belegschaft gewesen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind ungefähr 350 bis 400 Leute, also mit Studenten und so weiter, sind so etwas über 400. Also eine relativ große Gruppe. Und da hat man tatsächlich im Saal gerade so eine Stecknadel fallen hören, als die diese Frage aufgeworfen haben. Und die eine oder andere hat auch geschluckt. Und dann haben sie so verschiedene Optionen durchdiskutiert, also mit wem sie geredet haben und dass da was für Kaufsummen da im Raum standen. Und der ein oder andere Kollege hat schon gedacht, so oh. Und dann haben sie aber den Vorschlag gemacht, nein, ganz ehrlich, was wir uns eigentlich vorstellen oder was wir uns wünschen, ist, dass der Laden so erhalten bleibt, wie er jetzt aktuell ist, auch mit seiner Kultur und seinen Werten. Und wir glauben nicht, wenn wir irgendwen anders ins Boot holen, dass das so beibehalten wird. Das heißt, für uns der einzige schlüssige neue Eigentümer, das hat eigentlich ihr. Und in dem Moment hat es etwas gegeben bei uns, was sehr, sehr selten vorkommt. Die Kollegen sind nämlich aufgestanden und haben den beiden Gründern applaudiert. Es gab also minutenlange Standing Ovations. Das war, muss ich sagen, für mich persönlich auch ein ziemlich besonderer Moment. Ich bin jetzt seit 2015 in der Firma. Das war jetzt 2018, also noch relativ frisch dabei, so nach 3 Jahren. Hatte schon die ein oder andere Konstellation erlebt, wo die Gründer was erzählt haben, aber so einen Moment noch nie. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte in dem Moment tatsächlich auch das Gefühl, dass vieles von dem, was wir so, wie soll man sagen, nach außen in der Kommunikation haben, also die Eigenverantwortung und den Anspruch zu gestalten und miteinander gemeinsam Lösungen zu entwickeln, das hat da aus meiner Sicht so einen richtig klar wirtschaftlichen Bezug bekommen. Also es war nicht nur Gerede, sondern die Gründer haben einen Weg vorgeschlagen und aufgezeigt, wie wir auch tatsächlich gemeinsam in so eine Unternehmerrolle reingehen können. Das muss ich sagen, also hat mich an dem Abend total berührt. Wie das immer so ist, nach der Anfangseuphorie, da kommt dann halt so die ein oder andere Challenge, auf die man so zustößt. Aber man muss sich vorstellen, wir sind eine GmbH gewesen, sind auch immer noch, 400 Leute, also gibt viele Leute, die da auch im Zweifel einen Einfluss haben oder eine Perspektive haben. Und wir glauben, ich glaube auch tatsächlich, dass eine große Stärke von uns in unserer Arbeit ist, dass wir schnell zu Entscheidungen kommen. Ich habe persönlich kommunalpolitische Erfahrungen, also ich kenne Gremienarbeit. Ich weiß, dass das nicht unbedingt immer sehr schnell ist, wenn es da zu Entscheidungen kommen soll. Und das ist auch tatsächlich eine Befürchtung gewesen, die andere hatten. Also wie kriegen wir das hin, diesen genossenschaftlichen Gedanken umzusetzen auf der einen Seite, ja, auch die Partizipation und Entscheidungsstrukturen aufzubauen, auf der anderen Seite aber im operativen Tagesgeschäft schnell zu sein, agieren zu können, im Zweifel auch unpopuläre wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Ja, das war eine Herausforderung, mit der wir uns sehr, sehr lange beschäftigt haben. Und der Weg, wie wir daran gegangen sind, ist, also wir wussten uns relativ sicher, wir wissen das nicht, wie man die Architektur von so einer Organisation so bauen kann, dass auf der einen Seite auch Vorgaben des Genossenschaftsrechts umgesetzt werden und auf der anderen Seite eben diese Dynamik und Flexibilität erhalten bleibt. Und wir hatten da von Anfang an das Glück, von zwei Vertretern begleitet zu werden. Und zwar haben der Klaus Eberhardt und der Marc Görke, unsere Gründer, einmal den Herrn Dr. Rückenriemen vom Genossenschaftlichen Verband mit eingebracht, PKMG. Und zum anderen hat uns noch ein Jurist begleitet, der Konrad Bechler,
der quasi das ganze genossenschaftsrechtlich, würde ich sagen, mit moderiert hat. Und wir haben einen Aufruf gestartet in der Firma und gefragt, wer hat denn Lust, diese Genossenschaft mitzugestalten, Vorschlag zu gestalten, wie diese Firma oder die Genossenschaft aussehen kann. Es ging da konkret um den Entwurf und die Diskussion der Satzung. Und da hat sich ein Team tatsächlich aus Freiwilligen gefunden. Wir waren insgesamt, ich glaube, so 40, vielleicht 45 Kolleginnen und Kollegen von allen Standorten, die gesagt haben, wir haben da Bock drauf. Ja, also unabhängig davon, wann und wie und so, wir hätten prinzipiell Lust. Und wir haben dann mehrere Workshops veranstaltet, unter anderem auch mit dem Norbert und mit dem Konrad, in denen wir uns verschiedenen Fragen der Satzungsgestaltung genähert haben und da einen Vorschlag gemacht haben, mit dem wir in die Gründungsversammlung gehen. Weil was man ganz klar sagen muss, ist, mit dieser Verkündung des Vorhabens war längst nicht klar, dass die Genossenschaft auch gegründet wird. Ja, die Marc Görke und Klaus Eberhardt haben von vornherein gesagt, es muss eine kritische Anzahl von Kollegen, und sie haben sich dabei nicht ausgesagt, wie viele, das haben sie offen gelassen, aber sie haben gesagt, es müssen genug sein, um am Ende auch dieses Vorhaben, also mit nur 20 Leuten machen wir es nicht. Und das heißt also, wir haben von Anfang an versucht, möglichst viele einzubeziehen, um am Ende auch möglichst viele zu einem Commitment zu veranlassen, dass sie sagen, ja, dann nehmen wir auch Geld in die Hand und fangen an, diese Genossenschaft aufzubauen. Und so kam es eben, dass wir uns in diesen Workshops zusammengesetzt haben und da haben wir Fragen diskutiert, wie, wer soll eigentlich Mitglied werden? Also sie können auch Leute, die nicht in der GmbH angestellt sind, Mitglied werden, die vielleicht ausscheiden. Was passiert mit denen? Wollen wir, dass Leute außerhalb der Firma mit über die Geschicke der Firma bestimmen können? In welchem Umfang? Was machen wir eigentlich mit unseren Studenten? Gehören die schon voll dazu? Oder sind wir da eher zurückhaltend? Gibt es, also was müssen wir gegebenenfalls Brücken bauen? Weil ich meine, Student verdient halt anders als ein vollangestellter Mitarbeiter. Der wird sich unter Umständen oder die gar nicht diesen Beitrag leisten können. Wie gehen wir mit all diesen Modellen um? Wie können wir diese Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, sodass jeder, der eigentlich dazugehören müsste, auch die Möglichkeit hat, dabei zu sein? Das war eine ganze Reihe von verschiedenen Fragen, die wir da, ich glaube, in insgesamt 4 Termine erörtert haben, in verschiedensten Formaten. Und am Ende ist tatsächlich eine Satzung rausgekommen, die auf fast alle dieser Fragen, würde ich sagen, eine Antwort hatte. Es gab auch Themen, die haben wir ausgespart, zum Beispiel digitale Generalversammlung. Da hatten wir noch keine Lösung für. Aber ich sage mal so, diese wesentlichen Fragen, die wir brauchten, um für die Genossenschaft zu werben, da haben wir eine Antwort für gefunden und auch zu Papier gebracht. Und das war ein interessanter Moment bei dieser Gründung. Muss ich vorstellen, dieses Announcement, das Initiale, das war so im März ungefähr. Und diese Workshops gingen so bis in den Juli. Das heißt, also wir hatten quasi Halbzeit, denn es gab eine Zielsetzung, und zwar zum Jahresende. Da machen wir auch immer so eine große Weihnachtsfeier und so weiter. Und da war dann die Überlegung, wenn wir eine Gründungsversammlung machen, dann bietet es sich ja da an, weil da eh alle in München sind, alle zusammen sind. Insofern ist das unsere Zielmarke gewesen. Also bis dahin müsste eigentlich alles stehen. Und dann waren wir auf Halbzeit, hatten irgendwie eine Satzung, aber so richtig eine Idee, ob die Leute mitmachen wollen oder nicht, nicht. Also ich meine, woher? Naja, und da ist was ganz Interessantes passiert. Und zwar dümpelte, würde ich sagen, so dieser Prozess eigentlich vor sich hin. Es stand so irgendwie die Satzung im Raum, überall war Schweigen im Walde. Und dann irgendwann haben einzelne Mitglieder dieser Arbeitsgruppe gesagt, naja, also time is running, ja, die Uhr tickt und die Generalversammlung rückt eigentlich immer näher. Wir haben aber gar keine Kandidaten, die wir bräuchten, um die Ämter zu besetzen. Das machen wir so mit diesem Vorstand und Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Wie kommen wir denn da hin? Und da hat tatsächlich einer bei uns angefangen, an der öffentlichen Plattform in der Firma, in unserem Wiki. Ja, das ist so eine Software, wo wir eigentlich beliebige Arten von Infos, die wir zur Organisation brauchen, hinterlegen. Die hat er hergenommen und hat da einen neuen Bereich eingerichtet für die Terratech, nur dem Team EG. Die gab es damals noch nicht, aber er hat ihn einfach schon mal so genannt und da einfach mal Listen veröffentlicht und einen Aufruf gestartet in unserem Firmenchat und gesagt, Leute, wir müssen mal zu Potte kommen. Also wenn dann wir diese Gründung gehen wollen, dann müssen wir uns auch überlegen, wer macht es denn? Und das hat ein ganz interessantes Momentum geführt, weil wir auf einmal angefangen haben, uns in breiten Diskussionsrunden an den Standorten mit der Frage auseinanderzusetzen, was bedeutet denn das eigentlich? Warum sollte ich da Mitglied werden? Warum sollte ich ein Amt übernehmen? Was heißt das eigentlich on top zu meiner bisherigen Arbeitszeit? Das ist ja ein Ehrenamt, was man da ausübt. Und diese Diskussionen haben, würde ich sagen, sind teilweise sehr, sehr kontrovers geblieben. Und tatsächlich habe ich persönlich bis zum Schluss, bis zur Generalversammlung, nicht sicher sagen können, wie viele Kolleginnen und Kollegen wollen denn mitmachen. Ja? Und
Der Dezember ist immer näher gerückt. Tatsächlich haben sich auch sukzessive Kandidatenlisten gefüllt und wir hatten das große Glück, in unseren ersten Wahlgängen auch durchweg mehrere Kandidaten zur Auswahl zu haben, zumindest was den Vorstand angeht. Bei den Aufsichtsräten, die haben wir standortweise gebildet, da gab es dann immer einen Vorschlag, der Standort hat sich quasi auf einen geeinigt und die anderen haben den dann auch bestätigt. Aber beim Vorstand, da hatten wir tatsächlich mehrere Kandidaten, die auch für sich geworben haben, so ein bisschen wie in der Politik. Und ich glaube, also ich persönlich hatte so den Eindruck, das hat dieser ganzen Prozedur, sage ich mal, nochmal so eine gewisse, so einen richtigen gewissen Drive gegeben. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr genau bei dieser Generalversammlung, als es dann am Ende auch zu der Konstituierung der Genossenschaft quasi kam. Wir waren insgesamt 213 Mitglieder, also hatten wir so eine hohe Bandbreite an Kollegen mitgegeben. Ich glaube, damals so 300, etwas über 300, fast zwei Drittel waren dabei, also eine sehr, sehr hohe Anzahl. Das hat mich persönlich sehr gefreut, muss ich sagen. Wobei ich mir da nicht ganz sicher war. Aber es gab da so einen Moment, den habe ich neben mir einen Studenten gesehen und der hat mir erzählt, weißt du, ich hab mich bei meinen Eltern, ich habe mit ihnen gesprochen und ich habe organisiert, dass ich den Mitgliedschaftsbeitrag auch bezahlen kann. Das war mir so wichtig und ich habe sie mit der Idee begeistert. Da hatte ich gedacht, Mensch, wie geil, wenn so eine Idee tatsächlich so nach außen strahlt, also dieses genossenschaftliche Modell und auch die Idee, eine Firma in die Richtung zu entwickeln und das schlägt selbst dann quasi im Nicht-Kollegenkreis auf Zustimmung und sogar Unterstützung und Commitment, das hat mich persönlich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also insofern bin ich sehr, sehr froh, diese Erfahrung einmal gemacht haben zu dürfen. Ja, vielen Dank, Jan. Wann war das nochmal, die Gründung? 2018. Wir haben den ersten Aufschlag gemacht für diese Konstituierung, sag ich mal, im weitesten Sinne 2018, so im März. Und wir haben uns im Dezember, das müsste ich eigentlich wissen, wann die Weihnachtsfeier war, um ehrlich zu sein, ich weiß es leider nicht. Aber bei der Weihnachtsfeier 2018, da war unsere Gründungsversammlung. Wir haben danach noch ein paar Monate gebraucht, um die Genossenschaft in Gründung auch in eine eingetragene Genossenschaft quasi zu überführen. Es gab auch noch ein paar andere Challenges, was so digitale Generalversammlungen angeht und so. Aber die konnten wir mittlerweile auch lösen. Also ich würde sagen, wir sind so mittlerweile in unserem, ja, kurz vorm dritten Geburtstag. Okay. Vielleicht noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, es ging auch um die Diskussion, wie man eine rasche Reaktionsfähigkeit sichert mit einer Mitarbeitergenossenschaft, ne? Wenn wirtschaftliches Geschäft zu realisieren ist. Wie habt ihr das irgendwie hingekriegt? Das ist, glaube ich, ein recht einzigartiges Konstrukt, was wir da gewählt haben. Und zwar ein sehr naheliegender Fall wäre ja gewesen, wir wandeln die GmbH um in eine Genossenschaft. Das haben wir aber bewusst nicht getan. Wir haben gesagt, die GmbH in ihrer jetzigen Entscheidungsfähigkeit wollen wir möglichst unangetastet lassen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Genossenschaft neu gegründet und diese Genossenschaft hat sich ein Darlehen aufgenommen und hat die GmbH quasi gekauft. Mhm. Ja. Und die Idee ist es, dieses Modell ist sich selbst finanzierend. Also unsere Beiträge sind zwar hoch, also wir haben pro Mitgliedsbeitrag, um das mal zu nennen, 3.500 Euro festgelegt quasi, also so eine Menge Geld. Das wird bei weitem aber nicht ausreichen, um dieses Darlehen zu finanzieren. Nein, die Idee ist es, dass die GmbH an ihre neue Eigentümerin regelmäßig Gewinne ausschüttet und dass die neue Eigentümerin, die Genossenschaft, mit dem Gewinn der GmbH quasi das Darlehen zurückzahlt. Das ist so dieses grundsätzliche Modell, habe ich persönlich so in der Form bisher nicht gesehen, also zumindest nicht in unserer Branche. Ich weiß von anderen Genossenschaftsgründungen, wo es eine Umwandlung der GmbH gegeben hat, aber da haben wir uns auch nach intensiven Erfahrungsaustauschen dagegen entschieden und ich muss ehrlich sagen, für mich fühlt sich das bisher sehr, sehr gut an. Um da mal so einen Einblick zu geben, wir haben im vergangenen Weihnachtsfeier 2020 haben wir einen unserer Geschäftsführer in der GmbH gewählt. Mhm. Hat eine ganz andere Charakter von Legitimation und vom Zustandekommen dieser Entscheidung. Also es ist unglaublich. Ja, also ihr trennt das operative Geschäft, ja, von der Genossenschaft, aber die Genossenschaft nimmt aktiv Einfluss auf die Geschicke der GmbH. So ist es, so ist, ja, es. Und tatsächlich gibt es auch aktuell Überlegungen, ob wir, also die Genossenschaft hat laut Satzung den Zweck, die wirtschaftliche Erwerbsfähigkeit der Kolleginnen und Kollegen zu fördern und auch zu erhalten, also den Rahmen, in dem sie wirtschaftlich agieren aktuell. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die Genossenschaft irgendwann mal weitere Tochterfirmen hat, also als Inkubator quasi fungiert.
Das sind Diskussionen, die wir derzeit führen, in welchen Bereichen und wie wir uns da engagieren wollen, auch in welchen Modellen. Eine solche weitere Gründung könnte vielleicht auch irgendwann mal ein Modell sein. Total spannend. Also insofern, das gibt eine ganze Menge Potenzial, die sich da ergibt. Ja, das genossenschaftliche Unternehmertum macht Spaß. Ja, das definitiv. Definitiv. Genau. Ja, danke für deine Geschichte, Jan. Wer möchte denn daran anschließen? Ich würde. Ja. Vielen lieben Dank, dass ich erstmal da sein darf und unsere kleine Kulturgeschichte hier erzählen darf. Ich fühle mit Jan auf jeden Fall mit. Wir haben ähnliche Herausforderungen gehabt, vor allem was schnelle Entscheidungsfindung und aber auch Mitgliedergewinnung anbelangt. Wir sind, glaube ich, eine ganz andere Art Genossenschaft. Deswegen versuche ich mal, unsere Genossenschaft anhand des Namens so ein bisschen zu erklären. Also wir heißen ja RAW Kultur L Genossenschaft. Das RAW steht für Reichsbahnausbesserungswerk. Das ist quasi das Gelände, auf dem wir uns befinden. Das ist Deutschlands größtes soziokulturell bespieltes Gelände. Also ja, das ist existiert und es hat tatsächlich den wunderbaren Charakter, dass es mitten in Berlin ist. Wir sind quasi im Südkiez vom Friedrichshain, direkt an der Spree, Übergang Oberbaumbrücke nach Kreuzberg und dementsprechend ein Immobilienfiletstück. Und wie es in jeder großen Stadt in Deutschland nun mal so ist, haben wir auch einen relativ hohen Gentrifizierungsdruck und dementsprechend auch dieses Gelände und unsere soziokulturellen Partner hier. Insgesamt haben wir über 80 Projekte, die hier angesiedelt sind. Das geht einmal von Kinderzirkus hin zu die berühmten Berliner Clubs, zu einer Skatehalle, Bodehalle, viele, viele Werkstätten, viele, viele Künstlerinnen. Und das galt es jahrelang und auch immer noch für die Politik und natürlich für uns irgendwie zu erhalten. Nun ist es so, dass dieses Gelände eigentlich vor 150 Jahren mal gegründet wurde im preußischen Staat und war damals schon ein Bahnausbesserungswerk, hat dann viele geschichtliche Ereignisse mitgenommen wie die Nationalsozialisten, dann war es irgendwann ein 1A-DDR-Betrieb mit vielen Parks, Speisesälen, bis es dann 1993 eigentlich überflüssig war und es brach lag, wie eigentlich halb Berlin. Und 1999 gab es den RAW-Tempel, ist ein eingetragener Verein gewesen, der sozusagen das erste Mal auf dieses Gelände kam und diese typische Berliner, okay, wir holen uns diese Ruinen zurück und fangen an, Soziokultur zu etablieren. Das war sozusagen unser kleiner Inkubator. Und so kamen nach und nach Projektpartnerinnen dazu und natürlich auch die ersten Investoren. Das Gelände wurde in der Zeit, glaube ich, 6-mal verkauft. Es hat eine Wertsteigerung von, das werde ich in meinem Leben nicht verdienen. Auf jeden Fall war es denn so, dass am Ende die Kurt-Gruppe aus Göttingen dieses Gelände gekauft hat. Zumindest 2/3 davon. Und auf diesen 2/3 sind quasi alle unsere Projektpartnerinnen angesiedelt. Nun war es so, dass der Lauritz Kurt, der ist da eigentlich federführend, quasi der ältere Sohn von beiden, mit sich sprechen ließ. Und so gab es eine Dialogwerkstatt zwischen Politik, den Eigentümern und uns als Nutzerinnen. Und jetzt komme ich so ein bisschen auf unsere Genossenschaft, weil jetzt kam die Politik auf uns zu und meinte, also wir gehen jetzt einen politischen Diskurs, der wird mehrere, mehrere Jahre dauern. Er wird super kompliziert und professionell. Ihr müsst euch organisieren. Macht euch einen Kopf, wie kann man euch ernst nehmen? Wie könnt ihr euch untereinander abstimmen? Und wie können wir auf euch zählen, dass eure Zuarbeit auch passiert? Dementsprechend saßen wir 2007, 2008 zusammen und haben sämtliche Organisationsformen durchgesprochen. Was macht hier Sinn? Vor allem 2008 war quasi alles offen. Also wir hätten das Gelände kaufen können, wir hätten als Verwalter auftreten können oder. Und dementsprechend nach der ganzen Abwägung haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Genossenschaft. Einmal, damit wir als Genossen über diese Entwicklung dieses Geländes sprechen können, um diesen ganzen heterogenen Haufen, sage ich jetzt mal, in einen Guss zu bekommen, wo jeder seine Bedürfnisse und Wünsche irgendwie unterbringen kann und sich natürlich auch jeder beteiligen kann. Am Ende haben wir es tatsächlich geschafft, erstmal eine Genossenschaft zu gründen, auch mit einer Satzung, wo einige d'accord gegangen sind und tatsächlich Mitglied wurden. Ich greife mal ein bisschen vor, da erzähle ich aber gleich später zu. Wir sind jetzt in einer Satzungsänderung. Da komme ich nämlich zum zweiten Punkt, und zwar der Name Kultur oder das Wort Kultur in unserem Namen. Anfangs hatten wir geplant, eher städtebaulich aufzutreten. Das heißt, diese Dialogwerkstätten zu begleiten und uns als akzeptablen oder
besten Partner für dieses Gelände vorzustellen, dass wir sozusagen die soziokulturelle Fläche kaufen oder halt zu verwalten. Die politischen Pläne sahen dann aber anders aus, weil der Berliner Senat hat eine halbstaatliche gemeinnützige GmbH, die GSE, und man hat sich gewünscht, dass die GSE als Verwalter quasi dazukommt und unsere Flächen verwaltet. Daraufhin wurde ein Deal gestrickt, ein Novum eigentlich in der Berliner oder sogar in der deutschen Immobilienwirtschaft. Den Eigentümer wurde vorgeschlagen, lass doch die ganzen soziokulturellen Betriebe da, wo sie sind, und die ganze Fläche, die du einsparst, darfst du an anderer Stelle kompensieren. Auf Deutsch gesagt, hochbauen. Man hat ihm quasi ein Hochhaus in Berlin versprochen. Ich glaube, im Büro von der Code-Gruppe sind Konfetti und Sektkorken geknallt. Er hat dem tatsächlich zugestimmt und dementsprechend warten wir jetzt den Wahlkampf ab, weil dann wird eventuell sein Bauverfahren bestätigt und wir bekommen einen 30 Jahre Mietvertrag. Das ist das Beste, was jemals passieren konnte. Gibt es in Berlin nicht, gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Ich würde sogar behaupten, außer in Dänemark, auch in Europa nicht. Und dementsprechend haben wir endlich etwas gefunden, wo unsere Genossenschaft wirklich partizipieren kann. Wir konnten am Anfang unsere ganze Expertise stückweit städtebaulich mit reinbringen, um mit einer Stimme zu kämpfen und zu sagen, wir müssen hier halten bleiben. Wir sind organisch gewachsen, man kann uns nicht verschieben, wir können nicht woanders hingehen, sondern es muss an dieser Stelle weiter passieren, so wie es entstanden ist. Allerdings hatten wir jetzt eine Herausforderung, städtebaulich waren wir abgeschrieben. Wir sind keine Verwalter, wir sind keine Eigentümer. Eigentlich, was machen wir jetzt mit dieser Genossenschaft? Jetzt war natürlich die Politik da und meinte, na, die Unterschrift ist noch nicht trocken, wir brauchen euch, ihr müsst weiter euch organisieren. Dann hatten wir Mitgliederinnen und Akteurinnen, die gesagt haben, naja, städtebaulich ist eh nicht so unser Thema, vor allem, weil jeder was anderes vorhatte. Manche waren auch mit diesem ganzen Aufstellungsbeschluss nicht zufrieden. Und dementsprechend haben wir jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre Satzungsänderungen hinter uns, haben jetzt endlich einen Entwurf. Und jetzt kommen wir zum zweiten Wort, nämlich die Kultur. Wir haben uns entschlossen, einen kulturellen Dachverband für das RAW-Gelände zu sein als Genossenschaft. Und unser größtes Ziel ist hier nicht mehr eine städtebauliche Entwicklung, sondern die kulturelle Förderung, Erhaltung und Sicherung dieser Akteure und natürlich auch einen gewissen kulturellen, Leuchtturm für Berlin zu sein. Wir sind hier mitten auf einer, Sehenswürdigkeit eigentlich angesetzt. Wir haben hier jeden Tag mehrere tausend Leute, die hier rüberrennen über das Gelände und werden uns einfach der soziokulturellen Arbeit verschreiben. Das, was wir eigentlich hauptberuflich machen. Jetzt RAW kulturell, jetzt fragt man sich natürlich, was macht ein L in einen Namen? Wenn wir in die Vogelperspektive gehen und auf dieses Gelände schauen, dann sind unsere Akteure wie ein L auf diesem Gelände angesiedelt. Und da wir alles, was wir machen, sich immer um dieses Gelände in Berlin kümmern, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das L mit rein. Dann haben wir auch einen kleinen territorialen Beschreibung. Wie sieht diese Genossenschaftsarbeit eigentlich gerade aus? Ähnlich wie bei Jan, wir sind natürlich auch alle ehrenamtlich hier dabei. Ich selber betreibe einen Club, einen Sommergarten, habe im Jahr über 450 soziokulturelle Veranstaltungen, die wir hier fahren. Und meine drei Mitglieder sind auch, oder Vorstandsmitglieder sind ebenfalls im soziokulturellen gastronomischen Betrieben oder im Zirkus Zack und in den Häusern aktiv. Wir treffen uns einmal wöchentlich. Was wir dort machen, wir haben eine Projektstelle, die wir tatsächlich bezahlen, aus unseren Mitgliedsbeiträgen und der institutionellen Förderung, die wir jährlich bekommen, und planen dort verschiedene Projekte wie Tag des offenen Denkmals, Tag der offenen Tür. Wir haben verschiedene Tagesveranstaltungen für Firmen, die quasi ihr ganzes Team hierher schicken, und wir gehen einmal durch sämtliche Akteure. Sie können beim Zirkus teilnehmen, Skateboard fahren lernen, im Biergarten kurz verschnaufen, etwas essen und dann geht es weiter zur Kletterhalle. Sowas organisieren wir, oder verschiedene Stadtfeste wie für die LGBTQ-Szene, und versuchen so ein bisschen partizipativ in diesen Bezirk reinzuwirken. Ja, und jetzt bin ich auch bei Jan, was ich vorhin schon angesprochen habe. Für uns ist es immer noch das größte Problem, eine Akzeptanz auf diesem Gelände zu schaffen für eine Genossenschaft. Dadurch, wir haben 80 Projektpartnerinnen auf dem Gelände, 18 davon sind bei uns in der Genossenschaft Mitglied. Das rührt daher, dass so politische Exkurse und vor allem Deals immer sehr schwierig werden. Ne? Viele gehen mit
sehr viel Erwartung rein, auch verschiedene Wünsche. Und manchmal werden die erfüllt und manchmal halt auch nicht. Und manchmal werden Wege eingeschlagen, wo man einfach bessere Lösungen hätte finden müssen, selbst in einer Gemeinschaft, wo man eigentlich denkt, okay, da kommen viele Meinungen zusammen. Und dementsprechend ist unsere größte Herausforderung, wieder Vertrauen zu gewinnen und den Menschen und den Akteurinnen zu zeigen, okay, wir sind die Kultur, wir machen alle Kultur, lasst uns einfach bündeln, lasst uns gemeinsam einen Ort schaffen, den es so nicht gibt in Deutschland, wo wir rein rechtlich endlich eine Lage haben, die das alles absichert. Und das ist gerade unser Steckenpferd, wo wir so ein bisschen hinwollen und uns so ein bisschen rankämpfen. Weit weg von dem, wo man eigentlich Genossenschaft sieht oder wo man sie kennt. Wie in der Einleitung schon gesagt, eigentlich Wohnungsbaugesellschaften oder sowas. Ja, wir versuchen da eher, das System ein Stück weit zu nutzen, einfach Soziokultur etwas hochleben zu lassen in Berlin und vor allem innerhalb des Rings Berlin, was sehr besonders ist. Genau. Ja, danke Florian für diese Geschichte. Mir kam da so in den Sinn, Genossenschaften werden ja auch dann gegründet, wenn ein Einzelner es nicht schafft, Dinge auf den Weg zu bringen. Also wie zum Beispiel diese gemeinsamen Veranstaltungen, ne, die ihr da plant. Also insofern, dafür sind Genossenschaften da, dass sich Menschen zusammentun können, die alleine gar nicht über die Mittel verfügen könnten, sowas auf die Beine zu stellen. Ne? Das wäre bei euch Jan, ja auch so. Ne? Das war das eine. Und das andere, ich erinnere mich, wie viele Mitglieder wir hatten, als unsere Wohnungsgenossenschaft gegründet wurde. Wir haben 248 Wohnungen. Die Zahl der Eintrittsmitglieder war meines Erachtens so um die 30. Ja? Also es beginnt offenbar immer mit einem beschränkten Kreis und es dauert dann oft auch wirklich Jahre, die anderen mit ins Boot zu holen, mit reinzuholen, zu überzeugen. Ihr habt ja nur noch die Veranstaltungen, die das möglich machen, ne? Zu zeigen, ey, wenn du mitmachst. Ne? Okay. Habt ihr denn, also ein richtiger, wichtiger Bestandteil der Genossenschaft ist ja der Wirtschaftsplan. Habt ihr da, müsst ihr Darlehen aufnehmen oder finanziert ihr euch aus den Einlagen und dann der institutionellen Förderung? Ja, also wir klassifizieren quasi unsere Mitglieder. Quasi die Kapitalgesellschaften wie jetzt die Clubs etc. zahlen einen höheren Mitgliedsbeitrag und finanzieren quasi Künstlerinnen quer, die mit einem niedrigen Beitrag Mitglied werden. Und das ist eigentlich unser Wirtschaftsplan, ne? Also diese Beiträge und die institutionelle Förderung. Ja, naja, so ist jede Genossenschaft anders, immer abhängig vom Genossenschaftszweck. Ne? Definitiv, definitiv. Ja, danke Florian für diese Geschichte. Ja, und dann haben wir noch Michael Gürtler von Heizung und Sanitär Woltersdorf EG. Nochmal eine ganz andere Geschichte. Bitte, diese Geschichte. Jetzt, ja, vielen Dank. Auch ein Hallo aus meiner Runde und aus dem schönen Woltersdorf im grünen Gürtel von Berlin. Ja, Michael Gürtler, ich bin einer der drei Vorstände in der Genossenschaft. Und ich freue mich riesig, mal von unserer Genossenschaft zu erzählen. Wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte. Also deutlich länger als ihr beide. Denn unsere Geschichte geht zurück auf 1961. Aber vorab, bevor ich zu meiner Geschichte der Genossenschaft rede, Karin, möchte ich dir nochmal zustimmen, was das Thema der Genossenschaften an sich betrifft. Genossenschaften, das ist zu Unrecht eine stiefmütterlich behandelte Geschichte. Ich kann mich noch ganz deutlich erinnern an mein Studium. Da wurden Genossenschaften unter sonstige Eigentumsformen abgehandelt und ich glaube, auch dadurch hat man sich eine Chance vergeben, sehr, sehr gute Betriebe in Mitarbeiterhand fortzuführen. Stattdessen wurden sie umgewandelt, wurden zerschlagen, wurden verkauft. Und da vergibt man sich doch eine ganz, ganz tolle Chance. Die PKMG ist hier schon erwähnt worden. Der Prüfverband der kleinen mittelständischen Genossenschaften ist an dem Thema sehr aktiv unterwegs. Und auch das Gründungszentrum der Berliner Volksbank, die haben die deutlich bessere Lösung für dieses Thema. Also die Gründung einer Genossenschaft macht unheimlich viel Sinn. Und ich aus meiner langen aus Erfahrung aus den Genossenschaftswesen kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich das als Vorstand, früher als Aufsichtsrat, da komme ich aber nochmal dazu, mit in meiner Geschäftstätigkeit erleben konnte. Ja, ich habe schon gesagt, unsere Geschichte geht zurück auf 1961. Im Juli ist die Produktivgenossenschaft des Handwerks, Bau und Dienstleistungen hier in Woltersdorf gegründet worden. Eigentlich ist es ja so, Karin, das hast du auch gesagt, dass normalerweise Leute sich in Betrieben zusammentun, die in Genossenschaften dann ihre Betriebe bündeln, Know-how bündeln und dann entsprechend unterwegs sind.
1961, als diese Genossenschaft hier gegründet wurde, war es ganz anders. Es gab einfach nur eine Idee. Es gab Leute, die einfach den Bedarf gesehen haben an handwerklichen Leistungen und haben gesagt, okay, hier müssen wir was machen. Und auch unter damaligen unter DDR-Recht war es so, dass sich 7 Leute zusammentun mussten, um eine Genossenschaft zu gründen. Die wurde dann gegründet. Was waren die Grundpfeiler dieser Genossenschaft? Ein marodes Gebäude. Kein Meister, der eigentlich notwendig war, um die Konzession zu tragen. Es gab kein Werkzeug, weil wir haben uns gegründet aus dem Nichts. Und Fachkräfte gab es auch nicht wirklich. Und das ist natürlich ein idealer Grundstock, um diese Genossenschaft zu gründen. Und man hat dann angefangen mit Malerleistungen einfach mal so ganz, ich sage es ganz bewusst stümperhaft, den Bedarf der Bevölkerung zu decken. Und an der Stelle war die Idee eigentlich schon wieder diese richtig gute Idee zum Scheitern verurteilt, wenn sich nicht in der Nachbargemeinde, Nachbarstadt ein Zementwerk gegründet hätte und wir dort mit dem Gewerk Industriefeuerungsbau, also Industrieschornsteinmontage, dort unterstützen konnten. Jeder weiß natürlich, wenn man ein Spezialgewerk hat, wenn man irgendwie speziell in einem Thema unterwegs ist, dann hebt man sich von der Masse ab. Auf einmal sprudeln Gewinne, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Also ein Quadratmeter Tapete zu verkaufen, ist deutlich mühseliger und auch nicht so gewinnträchtig. Und so hat sich die Genossenschaft auf einmal in eine Lage versetzt, mehr Sachen zu machen. Dachdecker kamen dazu, Bauhauptleistungen kamen dazu. Also die Genossenschaft kam richtig ins Laufen, wuchs. Und wir hatten dann ganz schnell über 100 Mitglieder in der Genossenschaft. Also es kamen immer wieder Leute dazu, die alle Mitglieder wurden. Und hat sich etabliert, war erfolgreich. Und dann kam das Jahr 1972. 1972 hat die DDR-Regierung sich damals auch die Fahnen geschrieben, Privateigentum in der Größenordnung, wie wir sie bis dahin schon hatten, abzuschaffen. Also die hatten einfach die Gefahr gesehen, wenn zu viele Leute Vermögen auf sich alleine bündeln, dass da politische Konsequenzen sich daraus ergeben können. Und so hat man die 123 Leute an den Tisch geholt und hat gesagt, ist vorbei mit der PGH, wir machen jetzt hier ein VLB daraus. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass da nicht das große Jubel ausgebrochen ist. Also man hat trotzdem mit Argumenten wie, ihr haftet ja dann nicht mehr für das, was ihr hier machen müsst. Ihr kriegt dann Material von uns, ihr kriegt Aufträge und wir sorgen dafür, dass ihr ab jetzt keine Sorgen mehr habt. Staatliche Plankommission, staatliche Planung sollte dem das ersetzen. Und damit hat man es Leuten schmackhaft gemacht und so lange hin und her diskutiert, bis die Leute für 1.800 DDR-Mark pro Mitglied ihre Mitgliedschaft an den Staat verkauft haben. Und das Restvermögen von 1,6 Millionen DDR-Mark wurde einfach entschädigungsfrei eingezogen und fortan existierte unsere Genossenschaft als VEB weiter. Damit war die Geschichte der Genossenschaft schon mal vorbei. Also so viel Erfolg und so. Der VEB wuchs, klar, die staatliche Planung, die hat dann auch entsprechend unterstützt, aber das war ja nicht das Ziel der Leute, die sich da zusammengetan haben. Jetzt kam zum großen Glück 1989 die Wende und es gab noch eine ganze Menge Altmitglieder, die 1972 enteignet wurden durch den Staat. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Und dadurch, dass der Betrieb schon sehr groß war, war deutlich über 200 Leute inzwischen gewachsen. Es wurden Bauhauptleistungen ausgeführt, es wurden Heiz- und Sanitärleistungen ausgeführt. Haben sich die Altmitglieder zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen als erstes mal eine Gewerketrennung. Also Bau-EG ist die eine Hälfte und die andere Seite ist die Heiz- und Sanitär-Woltersdorf-EG. Und jeder hat sich jetzt auf den Weg gemacht zur Treuhand und hat gesagt, wir wollen unsere Genossenschaft wieder zurück und hat die Altmitglieder gesucht. Und das ist letztlich dann auch gelungen. Also beide Genossenschaften wurden gegründet. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass in der Zeit der VEB auch gute Leute sich aus dem VEB davongemacht haben, haben sich qualifiziert zum Meister, haben ihre eigenen Betriebe gegründet. Und so war es jetzt schon fast, wie der Jan sagt, also es gab ganz, ganz viele Betriebe, die im Grunde genommen zum Wettbewerb gegenüber uns gestanden haben und die natürlich die Chance genutzt haben, mit der Rückzahlung der 1.800 DDR-Mark ihre Mitgliedschaft wieder aufleben zu lassen. Und fortan konnten sie dann in die Bücher der Genossenschaft wieder reinschauen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen,
dass es nicht besonders prickelnd ist, wenn Wettbewerber ins Allerheiligste schauen können. Und so hat diese neu gegründete Genossenschaft, die Heizung Sanitär Woltersdorf WEGG, das Ziel gehabt, von Anfang an erstmal die außenstehenden Mitglieder auszuzahlen, um wieder allein zu sein. Jan hat das vorhin auch ganz kurz angedeutet. Also wir haben von Anfang an das große Ziel gehabt, nur tätige Mitglieder bei uns in der Genossenschaft zu haben. Weil wir einfach, und ich sage es ganz doch, wir wollen einfach nicht, dass jemand von außen reinquatscht, ohne dass er das Tagesgeschäft kennt. Da sind unter anderem strategische Ausrichtungen einfach nicht nachvollziehbar. Und das haben wir bis zum heutigen Tag in unserer Satzung drin. Also bei uns ist es grundsätzlich nur so, der, der bei uns tätig ist, kann bei uns auch Mitglied sein. Diese Auszahlung der Altmitglieder hat eine Menge Geld verschlungen. Geld, was nicht da war Anfang der 90er Jahre, weil unser Kapital, was wir uns dann ja von den Treuern zurückgeholt haben, war in Gebäuden gebunden, war in Maschinen gebunden, war in Material gebunden. Und so haben wir die ersten Jahre dafür gearbeitet und der Bedarf war schon riesengroß nach der Wende an handwerklichen Leistungen, haben wir dafür gearbeitet, um diese Altmitglieder auszuzahlen. Und Gott sei Dank ist der Vorstand, und ich war damals der kaufmännische Leiter und Aufsichtsratsvorsitzende, wir haben ganz viel Tage und Nächte dafür zugebracht, um das Unternehmen zu formen und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass die Genossenschaft sich richtet. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Problem gehabt, denn wir haben eine ganze Menge Arbeitskräfte übernommen aus dem VEB. Arbeitsmoral in der DDR war nicht unbedingt das, was ganz oben gestanden hat. Und dann haben wir neben den Mitgliedern der Genossenschaft, also sprich den Altmitgliedern, auch die Angestellten des VEB gehabt. Und jetzt kann sich auch da jeder vorstellen, wenn ich Mitglied, Eigentum einer Genossenschaft bin und versuche, eine Genossenschaft strategisch auszurichten, dass das vollkommen konträre Interessen sind zu dem Angestellten der Genossenschaft, der lediglich seinen Gehaltsstreifen monatlich sieht und auch da das maximal Mögliche rausholen möchte. Also eine strategische Ausrichtung ist da mit Sicherheit nicht auf dem Plan. Und so haben wir auch dieses Thema noch mit behandeln müssen. Stand heute ist es so, dass wir von den knapp 100 Leuten, die wir derzeitig in der Heizung Sanitär Woltersdorf WEGG noch sind, nur 14 Mitglieder sind. Das heißt also, 14 Mitglieder sind Eigentümer der Genossenschaft und der andere Teil ist angestellt. Und dennoch ist es so, dass wir über die 30 Jahre sehr, sehr erfolgreich unterwegs sein konnten, weil die Angestellten der Genossenschaft einfach erkannt haben, dass es ein vollkommen anderes Arbeiten ist, als wenn ich für den einzelnen Kapitalisten, für den einzelnen GmbH-Eigner unterwegs bin, als für die Genossenschaft. Und wir haben ganz, ganz viel aufgewandt, um die Leute zu schulen, um uns zu qualifizieren. Qualität, Termintreue ist unser oberstes Primat. Und als die Leute das auch die Angestellten mitbekommen haben, dass wir mit der Genossenschaft erfolgreich unterwegs sein können, hat sich auch das Betriebsergebnis verbessert. Wir haben über die 30 Jahre schwarze Zahlen geschrieben, durchgehend, zwar im moderaten Bereich. Aber letztendlich ist es so, wir haben geschafft, komplett kreditfrei auszukommen. Wir sind komplett eigenkapitalfinanziert. Wir sitzen auf 10.000 Quadratmeter Grund und Boden und sind auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir das soweit geschafft haben. Nur der Vollständigkeit halber, die Bau-EG, der damalige Vorstand, hatte nicht so ein glückliches Händchen. Die haben das nicht zum Laufen bekommen. Ich hatte aber so ein bisschen von außen den Eindruck, der muss nicht stimmen, aber dass da auch das Primat auf das Vermögen der Genossenschaft abgerichtet war und ob letztendlich die Abwicklung für die einzelnen Mitglieder dieser Bau-EG dort von Erfolg gekrönt sein, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Noch ein ganz spannender Punkt bei der Entwicklung unserer Genossenschaft ist natürlich die Besetzung der Organe. Also ich habe schon gesagt, ich war am Anfang der Aufsichtsratsvorsitzende und als mein Vorstandsvorsitzender wohlverdient in den Ruhestand gegangen ist, habe ich dann die Verantwortung übernommen und bin in den Vorstand gewechselt. Und wir haben dort weitergemacht. Heute ist Gott sei Dank mein ehemaliger Vorstand noch im Aufsichtsrat, steht beratend uns zur Verfügung und er hat ganz viel Know-how dort und das nutzen wir auch noch sehr gern. Aber ich stelle mir ganz lebhaft vor, wenn ich zu meiner 35-jährigen Tochter komme und sage, pass mal auf, willst du jetzt hier Vorstand einer Genossenschaft werden? Der Preis dafür ist eine mehr als 50-Stunden-Woche, anders wie bei euch. Ihr seid ehrenamtlich tätig, aber wir sind angestellt und in der Genossenschaft mehr als 50 Stunden. Ganz viel Verantwortung, ganz viele Fragen, die dir jeden Tag gestellt werden.
Und Work-Life-Balance ist auch nicht wirklich das Primat. Und nun weiß ich inzwischen, dass dass die Generation der 30-, 40-Jährigen was anderes sich vorgestellt haben. Und dennoch ist es mir gelungen, zwei Vorstandskollegen an die Seite zu holen, die gemerkt haben, wenn man mit so einem großen Dampfer unterwegs ist, dass man da auch eine ganze Menge Kraft draus schöpfen kann. Also alleine das Standing am Markt, wir sind einer der größten Betriebe auf dem Bereich Heizung Sanitär mit dem rollendisgebundenen Tiefbau. Ja, Ausbildungspreis hinter mir, Zukunftspreis auf der anderen Seite. Also wir sind natürlich dort auch unterwegs und ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit mit Innungsarbeit. Wir sind in den Fachverbänden unterwegs, wir stellen uns unserer Verantwortung. Aber letztendlich ist es natürlich eine wahnsinnige Arbeit. Aber diese Eigentumsform der Genossenschaft, wenn wir die nicht hätten, ich weiß nicht, ob die GmbH so erfolgreich gewesen wäre wie das hier. Und deshalb, ich werde mittelfristig das Unternehmen, die Genossenschaft verlassen und habe ein sehr, sehr gutes Gefühl mit den beiden Vorständen an meiner Seite, dass ich vielleicht im Netz oder auch in der Zeitung noch gute Geschichten über die HSWEG lesen werde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke Michael. Das ist ja nochmal eine ganz andere spannende Geschichte. Trotzdem auch nochmal die Frage, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Der Vorstand arbeitet sozusagen so quasi als Geschäftsführung oder ja, genau. Also das heißt, also wir sind praktisch die Geschäftsführung, natürlich operatives Geschäft, wie bei Jan natürlich auch, operatives Geschäft, aber letztlich immer im Hinterkopf damit, dass wir als Mitglieder, als Eigentümer der Genossenschaft dafür sorgen müssen, dass die Grundlagen gelegt sind. Also wir müssen die Strategie machen, wir müssen die Grundlagen schaffen, wir müssen für Finanzierung sorgen und wir werben auch immer um neue Mitglieder. Also wir haben uns jetzt auch dieses Jahr wieder gelungen, auch in der Generation 30, 40 noch Leute dazu zu gewinnen, die sagen, okay, ich will Mitglied werden dieser Genossenschaft, die einfach Vertrauen haben. Wobei man dazu sagen muss, ein Genossenschaftsanteil kostet bei uns 2.500 Euro. Das ist schon mal eine richtige Hausnummer. Was kriegst du dafür? Nix. Weil du kriegst eigentlich im Grunde genommen auch keine Arbeitsplatzbindung, weil in der Satzung steht, wenn du das Unternehmen verlässt, dann bist du auch wieder aus der Mitgliedschaft raus. Du hast eine kleine Dividendenberechtigung. Klar, wir haben Gewinne gemacht, aber auch da im 1%-Bereich, 2%-Bereich, weil ja nicht unser Primat ist, Renditen zu machen. Da unterscheiden wir uns ja auch ganz deutlich von Aktiengesellschaften. Wir wollen ja ganz anders unterwegs sein. Werterhaltung, Eigenverantwortung, das ist alles genau dieses Thema. Und deshalb, ja, Karin, um deinen Frage zu beantworten, wir sind die Geschäftsführung, aber wir haben eben Leute auch im Aufsichtsrat, wir haben auch drei Aufsichtsräte und wir haben die Generalversammlung. Und wenn der PKMG zu uns mal kommt, zur Generalversammlung und die in einer halben, dreiviertel Stunde durch ist, dann hat es einfach damit zu tun, dass wir dadurch, dass alle tätig sind, nicht 100% unser Geschäft erklären müssen, sondern erleben das Geschäft jeden Tag und die erleben jeden Tag, ob es ein Problem gibt. Und wenn es eins gibt, dann kommst du auf den Tisch. Und auch wir haben einen Betriebsrat, also da kommt es auch noch dazu. Also diese ganzen Organe aufeinander abzustimmen, ist ein großes Spannungsfeld, aber macht unheimlich viel Spaß. Ja, ja, das ist das, ein anderes Modell als bei euch, Jan, ne? Genau, genau. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass es dann eben keine gesonderten Protokolle für Vorstandssitzungen und Aufsichtsratssitzungen gibt oder also einfach so ganz praktisch, ja? Nein, doch, doch, natürlich gibt es auch, wir machen eine regelmäßige Vorstandssitzung. Wir sitzen jede Woche zusammen, das ist ein fester Termin, wo wir einfach uns auch entsprechend abstimmen. Aber da ist natürlich die Unterscheidung zwischen der operativen Arbeit und dem, der was die Genossenschaft betrifft, immer relativ fließend. Wobei wir uns schon ganz, ganz stark verstehen, immer als für die Grundlagenschaffung, was die ganze Sanierung unserer Betriebsstätte betrifft. Und wir müssen immer mitentscheiden für die Mitglieder, um dann letztendlich in der Generalversammlung zu sagen, auch in der Generalversammlung zu sagen, also wir haben das Bestmögliche getan für diese Genossenschaft und auch immer an den Grundpfeilern weitergearbeitet. Also der Aufsichtsrat verlangt regelmäßig von uns auch Wirtschaftspläne, verlangt von uns auch entsprechend strategische Sachen. Wir haben auch versucht, mal einen Kredit aufzunehmen. Und da hat der Aufsichtsrat gesagt, nee, ist nicht. Seht zu, dass er fleißiger arbeitet und das muss auch ohne gehen. Und dann haben wir die Hacken angespitzt und es ging ohne. Also deshalb, das Spannungsfeld ist schon nicht einfach. Ja, ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil es ja oft heißt, dass die Banken und Kreditinstitute Genossenschaften nicht so behandeln wie private
Eigentumsformen, ob ihr da Probleme seht oder Erfahrungen habt. Aber wenn du sagst, ihr habt keine Kredite, dann kannst du dazu, glaube ich, nichts sagen. Naja, wir arbeiten ja ganz stark mit der Berliner Volksbank zusammen. Also die ist von Anfang an an unserer Seite gewesen und haben auch sehr gute Beziehungen dort. Letztendlich, klar, wir brauchten Gott sei Dank keine Kredite. Aber wir haben immer erlebt, dass die uns aus der Natur der Genossenschaften heraus schon auch ganz gut behandelt haben. Und ich glaube, es wäre für uns ganz einfach gewesen, einen Kredit auch in siebenstelliger Größenordnung zu bekommen, weil wir haben gute Grundlagen, wir haben vernünftige Bilanzen. Aber der Aufsichtsrat hat einfach gesehen, hat gesagt, okay, ihr müsst einfach auch ohne auskommen, das muss auch ohne gehen. Und jetzt machen wir alles moderater. Also wir haben jetzt die Betriebsstätte innerhalb von 5 Jahren saniert und nicht innerhalb von einem Jahr. Und es ist auch gegangen. Also ich sag mal mit den Genossenschaften. Aber das ist auch selbst da ist es ein großes Thema, wenn man zu Auftraggebern kommt und wir um Aufträge buhlen, dann muss ich ganz, ganz viel Zeit darauf verwenden, überhaupt erstmal unsere Eigentumsform zu erklären. Da gibt es eine Menge Unwissen und Halbwissen. Und wenn dann auf der Auftraggeberseite gesagt wird, naja, ihr dürft ja sowieso keine Gewinne machen, also da muss ja am Preis noch mal unten ein bisschen was gehen, dann merkt man daran, dass da ganz, ganz viel Unwissen und Halbwissen doch da ist. Ja, genau. Es geht ja auch um ein erfolgreiches Wirtschaften. Ne? Natürlich, klar. Und für Sanierung, Modernisierung, Erneuerung, Wachstum, was auch immer, braucht man natürlich auch Gewissen. Ja, natürlich, also alleine die Investitionen. Aber wer sich das in die Tasche steckt. Ne? Ja, also es ist, wir brauchen sehr, sehr viel Geld. Also um eine Größenordnung mal zu sagen, 200.000, 300.000 alleine Investitionen für Fahrzeuge, für Bagger. Wir haben eigene Baggertechnik, LKW-Technik, wir brauchen Werkzeuge. Wir zeichnen uns auch dadurch aus und heben uns auch ab vom Wettbewerb, indem wir immer modernes Werkzeug haben. Die Jungs sollen vernünftige Fahrzeuge fahren. Dann kommt der Betriebsrat und sagt, also unsere Arbeitssachen sind nicht mehr modern genug, lass dir mal was einfallen, dann haben wir daran gearbeitet. Wir haben zum 30-Jährigen unser Logo geändert, unser Auftritt moderner gemacht. Digitalisierung ist ein ganz, ganz spannendes Thema bei uns. Da nehmen wir unwahrscheinlich viel Geld für in die Hand, weil der moderne Handwerker kommt heute mit einem Tablet zum Kunden. Also Smartphone kriegt schon der Azubi, wenn er zu uns kommt. Ausbildung machen wir über viele, viele Jahre sehr erfolgreich. Und so haben wir auch in diesem Jahr wieder 5 Azubis gewinnen können. Richtig gute Jungs, weil es Gott sei Dank nicht stimmt, dass keine Handwerker werden will. Also auch da heben wir uns ordentlich vom Wettbewerb ab. Also das ist eben das Thema, stecke ich es mir in die Tasche oder lasse ich es in der Genossenschaft? Mache ich was für die Branche? Mache ich was für mein Image? Oder bin ich darauf, innerhalb der kürzesten Zeit ein dickes, fettes, privates Konto zu haben? Das ist ein deutlicher Unterschied, glaube ich. Ja. Und das in der genossenschaftlichen Eigentümergemeinschaft, ne? So ist es. Genau, ja. Da kann keiner alleine entscheiden, sondern es geht immer mit allen. Und es gibt sicherlich auch über die Satzung diesen Konsens genauso vorzugehen, ja. Ja, vielen Dank, Michael. Übrigens, die Volksbank ist auch eine Genossenschaft. Eben. Ne? Also, auf der Basis lässt man gut diskutieren. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Beziehungen zur Volksbank. Ich habe auch jahrelang im Vertrauensrat da gesessen. Also da kann man eine Menge Nutzen voneinander ziehen, auch in dem Netzwerk der Berliner Volksbank. Da sind die auch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber mit den Wohnungsbaugenossenschaften fühlen wir uns genauso wohl. Da können wir den ersten Teil der Erklärung einer Genossenschaft weglassen. Okay, gut. Ja, also dann vielen herzlichen Dank für die Geschichten. Wir wollen ja mit dieser Reihe an Geschichten vor allem informieren, also vielleicht jetzt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern eben mit der Art und Weise, wie diese lebendigen Gemeinschaften entstehen. Und ja, ich hoffe, dass wir mit diesen Geschichten dazu beitragen, um das zu erreichen. Denn ja, also ich habe ein Buch von 2012, es ist jetzt noch nicht ganz aktuell, aber immerhin, da stand, dass 88,6% der deutschen Bevölkerung der Meinung sind, dass mehr über Genossenschaften bekannt sein sollte. Also, dann haben wir heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch eine weitere erfolgreiche Entwicklung. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.